Als nächstes wählen wir die Lackierung aus, die wir in dieser Saison verwenden. Wenn wir im Laufe des Jahres mehr Sponsorenverträge kriegen, können wir weitere Namen hinzufügen. Und keine Sorge, im Hauptquartier kannst du unseren Look jederzeit ändern. Jetzt brauchen wir noch ein Abzeichen für unser Teamlogo. Du kannst ein vorhandenes Abzeichen wählen und bearbeiten oder ein komplett neues erstellen.
auswählen. Du wirst diese Farben überall im Hauptquartier sehen und sogar auf der Kleidung unserer Mechaniker und der Boxencrew. Klasse, das wäre alles. Was wir hier festgelegt haben, kannst du später ändern. Und wir kommen am Anfang jeder Saison sowieso wieder hier. Und los geht's in 5, 4, 3. Hallo zusammen und Grüße aus dem Hauptquartier des neuesten Teams in der Formel 1. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der möglicherweise aufsehenerregendsten Teilnahme in der Formel 1 seit vielen Jahren. In den letzten 10 Jahren gab es immer wieder viele neue Teams in der Formel 1, darunter Manor, Caterham, HRT und natürlich Haas. Einige davon waren erfolgreich, einige sind mit anderen Teams verschmolzen und manche sind komplett verschwunden. Was allerdings diesen Rennstall von den anderen unterscheidet, ist, dass der Besitzer auch selbst der Fahrer ist. Das gab es in der Geschichte der Formel 1 zwar schon öfter. Sir Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill und Bruce McLaren saßen alle am Lenkrad ihrer eigenen Wagen, aber heutzutage ist so etwas wirklich extrem selten. Und eine weitere Besonderheit ist, dass nicht nur das Team zum ersten Mal in der Formel 1 an den Start geht, sondern auch sein Fahrer und Besitzer. So passiert. Sie haben jetzt schon Geschichte geschrieben. Es ist allerdings eine Mammutaufgabe, ein Formel 1-Team zu leiten und auch dafür zu fahren. Fühlen Sie sich dem gewachsen? Jedes Team braucht bekanntlich zwei Fahrer, aber was genau hat Ihren Teamkollegen für Sie attraktiv gemacht? Niemand landet gerne am unteren Ende der Tabelle. Welches Team würden Sie gerne schlagen? Was glauben Sie, wie der Wagen sich auf der Strecke anfühlen wird? Die anderen Teams haben alle jahrelange Erfahrung, sowohl auf als auch abseits der Strecke. Wie planen Sie, diesen Vorsprung auszugleichen? Überholen ist bei diesem Sport sehr wichtig. Wie haben Sie sichergestellt, dass Sie mit Ihrem Wagen jede Chance, die sich Ihnen bietet, nutzen können? Und zu guter Letzt, auf welche Ihrer neuen Abteilungen sind Sie am stolzesten? So, mehr Zeit haben wir leider nicht. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten, Sie alle wiederzusehen und zu sehen, wie sich dieses neue Team bei seinem ersten Grand Prix schlagen wird. Und Schnitt.
Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein.